Hallo und herzlich willkommen, YouTuber und Commander-Krieger, und herzlich willkommen zur nächsten Black Story. Heute mit folgendem Rätsel: die Sauna. In der Sauna lag neben einem toten Mann eine Thermosflasche. Was ist da passiert, liebe Freunde? Dieses Rätsel werden lösen, hoffentlich irgendwann mal, der Hand of Blood. Jo, ich werde Sieger sein. Der Maxim. Ich liebe Thermosflaschen. Der Mori. Hallihallo. Und die bezaubernde Kati. Halli, Hallöchen. Von der ihr kein Bild seht, aber da die Kati in der letzten Folge grandios gerätselt hat, oh ja, darfst du jetzt wieder anfangen. Das war wirklich sehr gerissen. Ja. Also. Hut ab. Warum fühle ich mich nur so verarscht gerade? Das war alles weibliche Intuition. Du hast uns verarscht. cool, ich darf anfangen. Okay, meine erste Frage, er ist ja tot, alleine in der Sauna. Nein. Da war nur eine Thermosflasche. Okay. War Holzbänkchen, waren auch dabei. Aus Traditionsgründen, die wichtigste Frage, war der Mann nackt? Ja. Yes. War in der Thermosflasche die zweitwichtigste Hackfleisch? Nein. Du hast so viel Domian geschaut. Der Domian, den Zeiler. Ich überlege, ob ich das aufschreibe. Weil es kein notiert. Ah, nee. Kein Hack. Vielleicht Matt. Thüringer. Ja, vielleicht war es einfach wirklich das BSE. Thüringer Blöße. Mit ein bisschen Soße. Wieso in der Thermosflasche? Na gut. Okay, gut, dass er nackt war. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Dann dreimal eingekreist. Nackt. Spielt die Größe der Sauna eine Rolle? Was? Nein! Es gibt auch so übrigens kleine Kabinen und es gibt so übrigens 20-Mann-Kabinen. Nee. Also ist die Sauna so groß, du hast dass schon da Nein viele bekommen. Leute rein... Ich hab schon Nein bekommen. Okay. Ja. Das ist nicht relevant. Okay. Hat die Thermoskanne etwas mit der Todesursache des Mannes zu tun? Gute Frage. Ja. Nö, die liegt da einfach nur. Naja, also, ja. Das heißt, die Thermoskanne hat damit was zu tun. Jetzt ist natürlich die Frage, das Offensichtlichste ist, entweder sie hat eine Flüssigkeit beinhaltet oder in anderer Weise auf den Kopf gefallen. Was auch immer. Also, erstmal die offensichtlichste Frage. War der Inhalt dieser Thermoskanne entscheidend für den Tod des Mannes? Ja. Boah, es war bestimmt... Okay. War es ein Gift? Oh. Nein. Oh. Das ist natürlich jetzt Definitionssache, ne? Ich meine, Paracelsius, die Menge der Flüssigkeit und so. Der Chemiker, Scheiße, ne? Der Chemiker. Aber ich meine, könnte ja auch eine Spinne drin gewesen sein, die ihn gebissen hat oder irgendwas ganz Verrücktes. Ja, der Inhalt, wir wissen nur, dass der Inhalt ist Tod. Relevant, ja. Ja. Okay. Ist ja auch ein super Aufbewahrungsmittel für Spinnen, weißt du? Mach ich auch immer, ey. Wenn ich draußen eine Spinne finde, packe ich immer gleich in meine Thermosflasche. Also. Ja, wieso? Kann doch sein. Da bleibt sie warm. Im Küchenschrank, weißt du, war eine alte, verstaubte Thermoskanne, ewig nicht mehr benutzt. Der hat daneben gegriffen und hat... Illuminaten waren hier. Und geht dann schön in die Sauna. Ein böser Flaschengeist aus der Thermoskanne. Der Thermosflaschengeist. Boah, wir schweifen ab und karten dran. Okay, also es war kein Gift in der Thermoskanne, aber es muss ja irgendein anderer Stoff gewesen sein, der zu seinem Tod geführt hat. Es war ein anderer Stoff, und kein Lebewesen in der Thermosflasche. Eine Oder-Frage. Ja. Okay. Was war es jetzt? Es war ein Stoff. Es war irgendein Stoff. theoretisch, ne, es könnte ja auch gewesen sein, dass es diverse Drogen waren, es ist jetzt keine Vermutung, es ist jetzt so eine halbe Frage, so ein Drogencocktail, der in die Flasche gemixt wurde und wo man dann automatisch eine Überdosis bekommt, weil man zu doof ist, um das zu merken. Ist das eine Frage? Nein, das ist keine Frage, das ist einfach nur so. Ich spinne nur ein bisschen rum. Aber dann wäre es ja mehr wie ein Gift, also vielleicht ist er... ADF! Okay, also was ich ja interessant fand, du hast ja gesagt, dass er auch nicht alleine war. Da hast du ja dann, ne, ich schweife jetzt mal von dem eigentlichen Fand ab. Ich auch sehr interessant. Ja, fand ich auch. Also es war jemand bei ihm, als er starb. Ja. Fragezeichen. Ausrufezeichen, ja. Gut. Das war nicht seine Frau. Irrelevant. Okay, hätte ja sein können so, ne? Mord, Totschlag, Frau, Mann, geht schon. Thermoskanne immer. Thermoskanne, Spinnen, nackt. Statt so Nudelholz, ist schon okay.
Die Person, die bei ihm war, war diejenige, die den Stoff in die Thermosflasche gefüllt hat, die seinen Tod wollte. Ja. Gut. Oh, das ist schon mal sehr gut. Zwar kompliziert gefragt, aber ja. Das ja, heißt, es gibt einen Mörder und das ist kein Eigenverschulden oder sowas oder Unfall. Es war Mord. Fragezeichen. Ja. Gut. Boah, so viel Ja ist hier. Jetzt sahen sie echt ab. Das sind noch die einfachen Fragen. Die kniffligen Sachen überlasse ich euch. Ja, du bist dann nochmal dran. Ja, scheiße. gut, also es war Mord. Ja, was will ich jetzt noch fragen? Ich bin mir nicht sicher. Ja, aber du hast eigentlich alles richtig. Ein Mann wurde in einer Sauna ermordet. Okay. Ja. Mithilfe dieser Thermosflasche, wo ein Stoff drin war. Das ist das Rätsellösung. Die Thermosflasche ist einfach schuld. Ja, nein. Fertig, danke schön. War eine schöne Folge. Vielen Dank. Nein, aber einfach draufgehauen. Hat sie wieder gewonnen. Dankeschön. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, was das für ein Inhalt gewesen sein könnte. Was noch ich mir auch nicht, wenn ich es nicht lesen würde. Wir versuchen es jetzt einzugrenzen. Komm. Eine Handgranate. Ja, genau. Es war Nitroglycerin. Fragezeichen. Nein. Okay. Max. Es war kein Alkohol. Ja. Es war nicht etwas Explosives. Ja. Das ist übrigens die Sneaky Mechanik, ne? Die Sneaky Mechanik ist übrigens erstmal die Todesursache festzustellen. Ja. Okay. Ja, okay. Er ist nicht erstickt. Ja. Er ist nicht verbrannt. Ja. Er ist nicht vergiftet worden. Ja. Es war kein Flaschengeist. Er hatte keinen Herzinfarkt. Ja. Jetzt bin ich richtig drin. Er ist nicht erfroren. Ja. Es kommt gleich, ich weiß es jetzt schon, es kommt gleich der Punkt, ich weiß nicht mehr weiter, was gibt's noch? Er wurde nicht durch eine offene Wunde, also er starb nicht an einer Wunde. Nein. Okay. Er starb also in einer Wunde. Okay. Okay, das bringt einem sehr weiter. Jetzt müssen wir irgendwie mit der Flasche da gucken, Maxim. Ne, Wunde, Flasche, Spinne, Hackfleisch, du rasiert weißt. Wurde die Flasche bewegt? Ja. Nee, die lag da schon seit Monaten. Die liegt einfach nur mit Spinnen drin. Das hat man ja häufig, weißt du, Hotelsauna, gehst da rein, da liegt da. Da liegt da eine Thermo mit Hack. Das ist wie eine Bibel. In der Sauna. Du hast da den Eimer, du hast da den Aufguss und die Thermoskanne. Ja, den Aufguss machst du aus der Thermosflasche. So ist das in finnischen Saunen immer. Oder die Thermosflasche ist da, wenn du gerade nicht auf Klo willst oder so. Maxim, mach mal. Okay, wir haben ja geklärt, dass es trotzdem ein Stoff ist. Es war eine Wunde, die zugefügt wurde, also könnte Rasierklinge oder sowas sein. Ich glaube, das Problem ist halt, der Stoff ist so ein bisschen super allgemein. Den würde ich gerne noch erklären. Mhm. Ist es denn... wie zum Beispiel ist es nicht flüssig? Ja. Nice. Es ist also... Ach so, okay, es ist nicht flüssig. Ist es fest? Ja. Wenn es nicht flüssig ist? Gasförmig. Naja, es gibt noch gasförmig, deswegen. Ach so, ja gut. Aggregat. Also es ist fest, okay. Was gibt es Festes in der Flasche, Alter? Was ist das denn? Rasierklingt. Okay, Stück Kot. ein schönes Stück Kot. Klassische Todesursache. Der jemand, stand er der Person nahe? Nee, ist es relevant, dass die Person nahe stand, dem Opfer? Sehr schön, dass du so fragst, Chris, nämlich nein. Oh Gott. Okay, also wir wissen, es war ein fester Gegenstand und die Person ist an einer Wunde gestorben. Jetzt die Frage, hat dieser feste Gegenstand in der Thermosflasche zu der Wunde geführt? Ja. Muss ja so sein, ich meine, die ist ja daran gestorben. Ja. Das heißt, es ist richtig zu sagen, dass die andere Person, die mit der Leiche oder mit der verstorbenen Person in der Sauna war,
dafür gesorgt hat, dass dieser feste Gegenstand die andere Person einer Wunde zufügt und sie daran stirbt. Ja. Okay. Ich glaube, jetzt ist es wichtig herauszufinden, welche Art von... Genau, also jetzt die Frage, wo ist die Wunde? Also das heißt zum Beispiel, hat er es getrunken, inhaliert oder ist es äußerlich zugefügt? Sprich, ist da so ein Messer rausgesprungen, was weiß ich. War die Wunde außen? Ja. Das war ein Ja, ne? Mhm. Okay. Ja. Das heißt, er kann keine Rasierklinge geschluckt haben. Alter, du mit deiner Rasierklinge. Gillette war hier. Richtig, genau. Rasieren ist ja allgegenwärtig gerade bei euch. Ja. Das stimmt. Das heißt, es war es, ich frage mal ganz plump, war es ein Messer? Nein. Okay. Okay. Ich hatte eigentlich eine Vermutung, bis Mori dann gesagt hatte, dass dieser Stoff in der Flasche ihn ja getötet hat. Eigentlich. Bis dahin hatte ich dann eine coole Vermutung, aber die wäre, dass er mit dieser Flasche erschlagen wurde, die aber dann, also die halt vorher halt, ja, irgendwie mit einer Flüssigkeit, mit einer festen Flüssigkeit, keine Ahnung, was man da reinmachen kann, gefüllt wurde, weißt du? Ja, mit einer gefrorenen, ja, oder dass man zum Beispiel das Ding in die Tiefkühltruhe gepackt hat und ihn dann damit erschlagen hat. Aber wir haben doch ganz am Anfang festgestellt, dass es den Stoff in der Thermoskanne war. Ja, genau, deswegen war ja auch diese Theorie dann kacke. Fester Code. Ja, war blöd. Fester Code. Also, ach Gott, was kann das sein? Ich bin mir nicht sicher, was ich gerade noch fragen soll, weil also, ich die ganze Zeit... Wir können ja überlegen, was das für ein Gegenstand ist. Also vielleicht war er scharf, dass er die Wunde zugefügt hat. Das ist vielleicht auch zum einen. Ey, lass dich nicht wieder ausnutzen, Mori. Ja, die sahen alle Punkte ab. Ja, stimmt, geht das nach Punkten am Ende? Total egal. Also kann man gewinnen. Scheiße, ich muss alles für mich behalten. Mori, wir sind ein Team. Im Team, okay. Ja, das Team verlangt jetzt von mir zu fragen, ob der Gegenstand scharf war. Ich weiß auch nicht, warum die das machen. Nein. Okay. Okay, also ist er schon etwas schwerer, meinte der Commander zu uns. Ich spiele jetzt mal ein bisschen rum. Es ist ja eine Sauna. Was ist denn, wenn in der Flasche etwas gefroren war, dadurch hart ist und dann irgendwie hat er es auf den Kopf bekommen, die Flasche zum Beispiel, ist bewusstlos geworden und dann lag die Flasche da rum und dann ist irgendwie aufgegangen und ist warm geworden, weil es ja eine Sauna ist und dadurch ist es dann tödlich geworden und irgendwie auf den Mann geraten. Eispickel. So ein Eiszapfen. Nee. Mit dieser Vermutung bin ich sehr fern vom Ergebnis, oder? Das ist eine so sneakige Frage. Kann ich hier nicht beantworten, weil teilweise ja, teilweise nein drin war. Frag doch, ob es eine Wechselwirkung mit dem Gegenstand und der Sauna gab, die zum Tod führte. Ja, ich glaube, das... Okay, es war keine Wechselwirkung mit dem Gegenstand und der Sauna, die zum Tod des Mannes führte. Ja. Gut. Das bringt mich nicht weiter. Das heißt ja, dass seine Theorie nicht passt. Also das ja, heißt, aber ansatzweise ja schon. Nein, also das bedeutet ja, dass im Endeffekt, wenn der Gegenstand zum Tod führte, aber nicht mit der Sauna gewechselt wirkt hat, ist der Ort für die Mordwaffe irrelevant. Ja. Wenn ich mir eine Thermosflasche vorstelle, es gibt ja Thermosflaschen, die so eine weite Öffnung haben. Und eine, die eine kleine Öffnung hat, richtig? Okay. Jetzt so eine Mega-Öffnung hat das. Es kommt nicht auf die Größe, sondern auf die Technik an, Max. Auf die Dicke der Thermos. Okay, die offene Wunde, wurde nicht durch, oh Gott. Äußerliches. Er ist ja durch den Gegenstand in der Flasche gestorben, richtig? Ja! Gut. Es ist nicht scharf, der Gegenstand. Und es war eine äußere Wunde, es ist nicht scharf. Wurde er dadurch erschlagen? Nein. Ich hätte andersrum fragen sollen. Ja, okay, Maxi. Okay, er wurde nicht erschlagen. Irgendwas nicht ist da drin, was nicht scharf ist. Ein Messer oder sowas, kein Schnappmesser. Ich glaube, er ist bestimmt indirekt durch die Sache da drin gestorben. Was wir noch nicht gefragt haben, also ich meine, der Gegenstand war halt in der Thermoskanne, aber wir sind jetzt immer so ein bisschen von aber der Mori? Annahme... Achso, du. Okay, ich mach, wenn ich gleich dran bin. Ah, ist gut. Okay. Ja, verschärfte Regeln jetzt mal hier. Commander, greift durch. War
der Gegenstand, kann man ihn als stumpf bezeichnen? Nein. Nicht stumpf. Okay. Er war nicht starr, scharf. Nicht scharf und nicht stumpf. Das ist schon kritisch. Okay. Jetzt bin ich ja dran. Ja. Kann man den als stumpf? Doch, man kann ihn als stumpf bezeichnen. Nein, keine, dann habe ich ihn ja. Sehr gut. Wir haben also einen stumpfen Gegenstand, der da irgendwie rausdroppelt und der jemand nutzt diese Waffe. Ich würde mal ganz kurz auf die Wunde eingehen. Ist die Wunde dramatischer Natur? Also spritzt da zum Beispiel richtig viel Blut bei der Wunde? Oder war das mehr so ein Genickbruch? Also es spritzt super viel Blut. Aber wir haben eine richtig schöne rote Sauna. Entweder oder funktioniert nicht, aber es gab den sehr, sehr gut. Black also, Stories immer rot. Immer rot, das ist fantastisch. Also es ist ein relativ stumpfer Gegenstand, der super viel Blut erzeugt hat. War, ist von außen. Es nicht oh, auf den so Kopf gewesen? Irrelevant. Irrelevant. Er hat also den Körper einfach tödlich getroffen. War die Person in irgendeiner Weise geschwächt, das Opfer? Schon, also durch Krankheit Nein. oder sowas? Ja, er war in der Sauna, also bisher eh nicht gerade super fit. Also er war kerngesund. Du kriegst ein Nein. Ich krieg ein Nein, ja, aber er war kerngesund. Okay. Sorry. Jetzt kommt die morische Ausführung. Jetzt kommt die morische Ausführung. Ich versuche mich kurz zu fassen. Wir sind bisher immer davon ausgegangen, dass die Person, die gestorben ist, mit der Thermoskanne etwas angestellt hat und sie daraufhin starb. Sprich, hat daraus getrunken oder geöffnet und ein Messer ist oder Rasierklingen. Aber es kann ja auch sein, dass der Mörder quasi die Thermoskanne genommen hat, den Gegenstand rausgeholt hat und die daraufhin gestorben ist. Nur mal so als Denkrichtung. Plus, wir wissen, es war nicht stumpf, trotzdem eine krass blutende Wunde. Eine, ich sag mal, Gewehrkugel, Pistolenkugel ist jetzt auch nicht unbedingt scharf. Moment, er hat sich korrigiert, es war schon stumpf. Ja, ich sag ja, es war nicht scharf. Achso, dann habe ich falsch verstanden. Ja. Genau, also ich meine, so eine Patrone ist ja nicht unbedingt scharf. Also, scharf, okay. Das heißt, Boah, das ist richtig 007, Mori. Jetzt ist die Frage... Ich muss ja andersrum fragen. Es fiel kein Schuss. Ja. Okay, das heißt, es kann nicht irgendwie so eine Vorrichtung mit Pistole oder sowas passiert sein. Also ist deine komplette These, die du gerade... Nein. Weg. Ich will nur ausschließen. Ich will nur Denkrichtung geben für die anderen auch. So, die Frage ist, hat die Person, die gestorben ist, die Thermoskanne, also mit der Thermoskanne gewechselt wirkt und ist daraufhin gestorben? Was? Also, ich will nur wissen, wer hatte die Thermoskanne im Endeffekt, als die Person gestorben ist? Also sprich, hat die Person die aufgemacht und dann ist irgendwas in Kraft getreten und sie ist dann gestorben? Oder hat der Mörder quasi die Thermoskanne geöffnet und was rausgeholt und damit getötet? Boah, das also haben wir nämlich nicht gefragt. Jetzt musst du dir eine Frage stellen. Oder? Richtig, ja. Das habe ich ja gerade. Das heißt, gerade drei gestellt. Nein, der hat die Person, die gestorben ist, mit der Thermoskanne gewechselt wirkt und ist daraufhin gestorben. Ich sag doch Hack, Alter. Du kriegst einfach Nein. Ja, dann muss ja der Mörder zuletzt die Kanne gehabt haben. Gut. Ja, aber ich wollte gerade sagen, also wir haben ja einen stumpfen Gegenstand, aber der ist ja scheinbar gar nicht mehr in der Sauna, dieser stumpfe Gegenstand. Also ist jetzt keine Frage, sondern ist einfach eine Feststellung. Also denke ich, haben wir vielleicht noch gar nicht gefragt, aber... Also ich sag's mal so, der Gegenstand, mit dem der Mann ermordet worden ist, den gibt's nicht mehr. Ein Hinweis! Okay. Ein Hinweis! Das heißt auf jeden Fall, jemand hat etwas vom Tatort entfernt. ach du Scheiße. Ja, aber wenn's kein Messer und gar nichts war, ich wäre jetzt auch voll als klug wirken wie Moritz. Oh, warte, also, wenn warte. Ihr eure oh, ganzen ich hab Einwürfe was. Und eure ganzen Reinbrüller addieren würdet und das zusammenmischen würdet und die Quintessenz rausnehmen würdet, habt ihr die Lösung, weil ihr habt alles schon gesagt. Oh Gott. Ja, der Mörder hat die Thermoskanne benutzt in irgendeiner Weise, beziehungsweise den Inhalt, weil es war nicht die Person selbst, wie wir gerade festgestellt haben. Nadine? Ja, ich bin gerade am Überlegen. Ich habe gerade irgendwie darüber nachgedacht, dass es eventuell wenn es viel Blut gab, muss es ja auch dementsprechend irgendwie eine sehr starke Reaktion gegeben haben. Das heißt eventuell sowas nicht wie eine, ja, wie eine Art Explosion, aber doch keine Explosion. Ja, vielleicht. Ich habe gerade ein sehr interessantes sehr interessantes Bild vor Augen, aber weiß ich nicht, das halt wirklich, ja. Bam, ja.
weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mann! Also, warte, frag irgendwas. Du hast jetzt ungefähr 3 Minuten den Satz ausgeführt. Frag irgendwas. Und wir wissen nix. Okay, also ja, gab es eine Art Explosion, von Explosion, eine nee. Art. Okay. Boah, okay. Es gibt richtig viel zu erledigen. Ja. Max, ich zähle auf dich. Der Mann, der gestorben ist, ist nicht indirekt durch das, was in der Flasche war, gestorben. Ja. Okay. Er ist schon direkt gestorben. Es war ja auch ein Mord. Ja. Hat die zweite Person, die sich in der Sauna befand... Der Mörder. Genau, der Mörder. Quasi den Gegenstand aus der Flasche erhalten oder... Ja, doch, ich frage mal so. Also hat der Mörder den Gegenstand quasi aus der Flasche geholt, um den Mann zu töten? Ja. Okay. So. So. Das heißt, der Gegenstand in der Flasche war die Mord, na, in Anführungszeichen, Waffe. Ja, das aber hatten wir doch schon. Ja. Aber ja. Die gibt's nicht mehr. Sie muss sich aufgelöst haben. Ja, so. Es könnte... Was ist das für ein Ding? Es wurde sogar schon gesagt. Ich glaube, diese Eismechanik ist, glaube ich, nicht schlecht, Max. Ja, ich glaube, das ist ja. Aber Spinne, ich auch. Spinne blutet nicht. Und ja, er stimmt. Eis, also tatsächlich war es dann der Eiszapfen. Hat es etwas mit. Also der Gegenstand aber in der Flasche hat sich während der Tat. Also hat der Aggregatzustand sich verändert? Ja. Oh, dieses Jahr war nice. So stumpf. Aber Moment, ja, wir haben doch gefragt, ob der Gegenstand mit der Sauna gewechselt wirkt hat. Und darauf haben wir Nein bekommen. Und der Mann daraufhin gestorben ist, war der Inhalt. Stimmt, ja, der Commander ist immer richtig penetrant, was sowas. Okay, ja, nee, sorry, aber wenn ihr sagt, ja. Ist das Wetter heute wunderschön sonnig und es ist, was weiß ich, Sonntag? Ja, es mag sonnig sein, aber es ist nicht Sonntag, also nein. Ja, scheiße, okay. Ja. Ist ja auch mit. Das heißt, das heißt, der Gegenstand oder der Stoff in der Flasche, wurde vom Mörder, ich bin jetzt ein bisschen rum, rausgenommen. Der Aggregatzustand hat sich verändert und somit wurde der Mann getötet. Nein. Und ja, ich spinne ja nur rum. War das jetzt eine Frage oder nicht? Ja, wieso? Ich dachte, wir haben es schon. Es muss ja Eis gewesen sein, was den Aggregatzustand geändert hat und damit hat er ihn also quasi mit dem Eiszapfen. Max, wenn du Eier hast, fragst du, ob es Eis war. Ja, okay. Ich habe jetzt bestimmt noch ganz viel Gedanken angeregt. Frag also, es! War es Eis? Ja! Nice! Du magst, wir helfen dir. So, komm, das okay, ja und nichts, ne? hat der Mörder den Mann mit Eis erschlagen? Der Mann wurde mit einem Eiszapfen erstochen. Sein okay. Mörder hatte den Eiszapfen in einer Thermosflasche mit Alter. In die Sauna gebracht. Alter, darauf der Eiszapfen muss man kommen, war ey. Kurz darauf vollständig geschmolzen. Eine aber, Tatwaffe wurde daher niemals gefunden. Aber so. Ein stumpfer Eiszapfen, bitte. Ja, der ist spitz. Stimmt, scharf. Stimmt, wir haben aber gefragt. Ja, wir haben nach scharf Moment, du gefragt. Du hast aber gesagt, er ist stumpf. Ja, kann trotzdem stumpf sein. Hä? Ich kann dir auch mit dem Stumpfen erstechen. Ich kann dich auch mit einem Rohr aufspießen. Boah, das war aber echt. Boah. Eben, genau. Kommt nur auf die Wucht an. So. Sehr gut. Okay, also doch kein Drogencocktail, ist doch super. Ja, und kein Kot und kein Hackfleisch. Und kein Hack, keine Spinnen. Und keine Spinnen. Keine Rasierklinge und kein Thermoskanngeist. Also viele Sachen. Ja, etwas schwierigeres Rätsel, aber jetzt knacken wir alles mit dem Rätsel, was demnächst kommen wird. Shit. Und zwar Mutters Beerdigung. Bei der Beerdigung ihrer Mutter sah eine Frau einen Mann, den sie nicht kannte. Wenige Tage später tötete sie ihre Schwester. Ich wünsche euch viel Spaß. Das war gar nicht, ich sag's euch, Freunde. Gott, nein. In diesem Sinne, gut Schuss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.